Wie geil. Ja, normalerweise fährt man das Auto ein Stück weg und hängt es dann an, ne? Ja, dann würde ich doch mal sagen, ich lager mal einmal diesen Cargo-Bob wieder ein. Fahrzeuge. Persönliches Fahrzeug wieder einlagern geht nicht. Ah, der ist kaputt deswegen. Spring in die Luft. Na, ist schon weg. Dein persönliches Fahrzeug wurde zerstört. Du kannst bei Moors Mutal Insurance anrufen, um einen Anspruch geltend zu machen. Dann rufe ich mal eben an. Moors Mutal in... Na komm, ruf an. Moors Mutual Insurance, how can we help you? Den Cargo Bob. So, wir können das neu sammeln. Warum steht denn jetzt mein... Es ist jetzt ganz komisch. Jetzt steht mein ursprüngliches Auto hier wieder auf der Straße, ne? Und da oben ist Manni gerade rumgefahren, wenn ich es richtig gesehen habe, oder? Ah! Ich hab gerade eine geile Idee. Warte mal, Mann. Ich glaube, wir brauchen gar nicht in den Maze Bank Tower. Ich hab gerade eine... Pass mal auf, wenn ich jetzt... Ich hole mal eben... Jetzt habe ich gerade eine geile Idee. Ich hole mal den Terrorbyte. Den kennst du ja auch, ne? Das Auto mit den Raketenwerfer. Ich frage mich nur, warum hier mein Auto schon wieder hingeliefert worden ist. Den habe ich ja gerade eingelagert eigentlich. So, und wenn man den Terrorbyte nämlich hat, dann braucht man, meine ich, nämlich nicht zurückfahren zu dem Maze Bank Tower. Du kannst im Terrorbyte auch die Fahrzeugmission starten. Bin ich mir jetzt ziemlich sicher, weil im Terrorbyte ist ja auch ein Computer drin. Geh aber jetzt mal meinen Puma holen. Ja, das ist auch besser. Und ich lager mal den wieder ein. Fahrzeug, persönliches Fahrzeug einlagern. Und ich gehe mal in meinen Terrorball. So, einmal in den Terrorbyte. Ah, das waren die Kurzmissionen. Zack. Drücke, um den Touchscreen-Computer zu starten. So, Handscanner. Und da kann ich jetzt Kundenaufträge, Luftfracht, Spezialfracht, Biker-Vorräte, Waffenschmuggelvorräte und Fahrzeughandel. Sind Sie sicher, dass Sie ein Fahrzeug beschaffen möchten? Ja, geil, ne? Da kannst du mich alles von nicht ausregeln. Alright, this car is doing a laps around a closed circuit. Stop the car, take it, bring it to the warehouse. I wouldn't expect resistance. Okay, wir müssen irgendwo ein Auto anhalten. Wo bist du? Ich bin im Moment in dem Terrorbyte. Aber ich muss ja wieder auch gleich ein neues unter dir. Soll ich einen neuen Hubschrauber bekommen lassen? Kannst du? Ja, dann mache ich das. Ich fahr schon mal da runter. Genau, du fährst da hin und ich hol schon mal einen neuen Hubschrauber. Aber wie gesagt, das war immer das Einfachste. Mit dem Terrorbyte einfach die Mission starten und fertig, ne? Die lilane Linie einfach ignorieren. Das ist der Weg, um meinen Hubschrauber zu holen.
müsste er doch stehen eigentlich. Ah, jetzt komme ich wieder nicht durch den Zaun durch. Jetzt habe ich extra ein Auto geklaut und direkt daneben ist die Dings auf. Ja, ich bin mit dem Hubschrauber gleich da. Das ist am Casino, ne? Ja, alles klar. Deswegen, ich habe da meistens auch immer erst die Leute rundherum besiegt, habe dann den Hubschrauber geholt und habe das Ding weggeflogen. Es ist eigentlich relativ stressfrei eigentlich, um so aufzu... Vor allen Dingen, du hast dann keine Unfälle mehr im Straßenverkehr, ne? Ja. Ich hab $936. Ja. Ja, das sieht doch richtig gut aus. So, du bist ja auf der Karte eingezeichnet. Ist halt eben nur ärgerlich, weil wenn du mit dem Hubschrauber vorfliegst und der dann halt eben Schaden nimmt und kaputt geht, dann musst du ja mal den Hubschrauber austauschen. Am besten immer auf hier, wie ich jetzt mit dem Puma vorfahren. Ja, richtig. Und dann den Wagen irgendwo, wo du dann den gut drankommst. Ja, genau. Ja, das war das Problem. Ich war gerade zu nah am Haus dran. Oh, da ist Blut an der Windschutzscheibe. Wie ist das denn nur passiert? Keine Ahnung. Das Problem ist, glaube ich, ich habe hier den einen Cargo Bob. Es gibt zwei und der andere hat eine längere Leine unten. Na? Ja, hoch. Nee, hängt noch nicht dran. Jetzt ist er dran. Nee, noch immer nicht. Der war gerade dran gewesen. Ja. Mal, jetzt macht er aber gerade Stress, ha? Normalerweise, der Haken geht hier genau über das Auto. Normalerweise, jetzt ist er dran. Wie gesagt, also das ist so ärgerlich. Ich habe die Autos teilweise schon abgeholt, dann hast du kaum Schaden gehabt und dann kommst du in so blöde Verkehrssituationen, wo sie dir den einfach kaputt fahren, ne? Genau. Oder sind dann hinter dir her mit Hubschrauber und dann. Und sonst was, genau. Und das umgehst du hier mit alles eigentlich. Das haben, ist eigentlich ein ganz guter... Irgendwann, Alter, ich sitze noch unten in der Karre drin. Ne? Soll ich den Haken lösen, Manni? Ich glaube, dann nimmt er richtig Schaden. Ja, ich glaube auch. Das einzige Problem ist immer, du musst halt eben in diesen engen Bereich dran, wo... du musst den immer hier reinfummeln, wo du den abgeben musst. Da ist immer so ein bisschen tricky, ne? Kannst du aber auch irgendwo auf der Straße und da fährt man dein letzte Reise. Ja. Ah, guck, hier brauchst du nur knapp drüber. Das reicht schon. Das erledigt. Tarismo R. Ja. Läuft. So, guck. Also das ist eine furchtbar effektive Methode. Jetzt habe ich natürlich den Terrorbyte so wahnsinnig toll abgestellt, ne? Ich habe den vielleicht nicht ganz so günstig geparkt, sagen wir es mal so. Dass die Puma wieder kommt. Alright, that car is registered on your Securo Serve account. Come by the office if you want to source another one. Oh, jetzt siehst du gerade durch diese dämliche Sonne gar nichts hier.
Ich gehe mal eben die nächste Mission starten. Und müssen mal gucken, wo dein Auto steht. Am Casino wahrscheinlich, ne? Nein, ich habe ihn schon hier. Ah, sehr gut. Ah, das ist der Spielerscanner, den wollte ich doch gar nicht. Das ist auch kacke, weil der Terrorbike muss immer auf einer geraden Unterfläche stehen, ne? Damit man in das Dings rein kann. Hinten rein kann. Na komm schon. Dann stelle ich den hier mal auf der geraden Fläche ab. Dann müsste man auch hinten in den Laderaum kommen. Und lässt das jetzt zu hier? Ja, jetzt geht's. So, Touchpen. Fand auch damals die... Ah, Fahrzeughandel. 50 Sekunden noch. Ich fand auch diese Kundenaufträge geil, wenn du da diesen Juwelierladen mit der Drohne ausrauben musst, ne? Ja. Oh. Mal Kohle wieder überweisen, du. Ja. Ich habe über 10 Riesen in der Tasche. Stimmt, stimmt. Da gibt ja für die Mission gibt's ja Kohle, ne? Guck mal, wir waren so schnell, dass wir sogar warten müssen, bis der Fahrzeughandel wieder verfügbar ist. Ja. Jetzt bin ich wieder bei 2,3 Millionen. Ja, ich glaube, ganz so weit bin ich sogar gar nicht im Moment. Weiß gar nicht, wie weit ich bin. 1,6. Bestätigen. Mal gucken, was es diesmal gibt. So, thanks to stupid thieves and social media, SecuroServe traced this stolen car to a race meet. Get over there, steal it again, and bring it to the warehouse. Ja, ich bin auch direkt unterwegs. Aber jetzt mache ich mal eben Folgendes. Ich habe den Terrorbald mal eben ins Lager reingesetzt. Da kann man den lieber an einer vernünftigen Stelle neu holen, ne? Zum Beispiel direkt am Fahrzeughandel. Da gehört der ja eigentlich hingestellt. Oh, wenn ich hier so fliege, und wie Zuck gesagt, ich fliege immer zu steil. Ja, ein Helikopter muss man nach vorne neigen, damit der Speed hat. Ja, ich weiß da echt nicht, wie der auf die Idee gekommen ist, dass wir da auf dem Weg alles abschießen und kämpfen überall. Da wären wir bei 9 Kilometern nie angekommen an dem Tag. Winnewood. Ah, guck mal, da ist er schon. Geht's oder muss ich helfen? Ja. Kommt noch eine Schlampe durch. Das ist viel zu eng, ne?
Ich stehe hier schon. Brauchst du auf den Parkplatz kommen? Falls du mich nicht gesehen hast. Ich warte ja schon quasi. Brauchst nur runterfahren. Ah, okay. Hat nicht geklappt. Der hängt. Von mir ging er. Ah ja, ganz kurz. Und dann ist er abgegangen. Ja, wie gesagt, das mit dem Haken ist ein bisschen tricky. Das ist, wie gesagt, der Cargo-Bob hier. Jetzt ist er dran. Dieser Cargo-Bob ist auch der schwierigere, weil ich habe den Eindruck, bei dem anderen ist die Schnur länger, aber der war im Angebot. Der hat damals nur 10% des Kaufpreises gekostet. Wie man so schön sagt, ein unschlagbares Angebot, ne? Ja. Wundert mich, hat Ente nicht stützt. Ja, ganz komisch. Aber wahrscheinlich, ich streame nicht. Da hat er nicht gesehen, dass wir das spielen. Vielleicht deswegen. Obwohl, eigentlich sieht er, dass ich GTA spiele. Das geht ja auf. Ich im Gegensatz zu... Sie werden verfolgt. Ja, ja. Aber die kommen ja nicht an uns ran. Ja, die Begleiter. Genau. Ist nur scheiße, wenn die mit dem Hubschrauber kommen. Dann hast du Probleme, genau. Weil die haben meistens Kampfhubschrauber, die ich mal... Ja, die musst du dann runterschießen. Aber bei vielen Missionen ist das einfach so, was interessiert mich das, wenn sie mich verfolgen und in der Nähe des Lagers hauen sie eh ab, ne? Ja. Also wie gesagt, ich fand das immer eine furchtbar effektive Methode und in der Regel so, ja, dann hast du halt eben 2.000, 3.000 Euro Schaden, aber das Auto ist... Wenn du die Karre weiter so schauen kannst, kotze ich wieder die Karre rein. Okay, das kostet dann nochmal $50 extra Reinigungsgebühren. Ja, ich weiß, wenn du mitfliegst, ist das echt kacke. Abgeliefert. Ja, guck mal, so schnell kommt man an Autos. So, und dann habe ich das immer so gemacht. Dann bin ich hier einmal zur Seite nur geflogen. Hier ist ja dieser Mittelstreifen, wo keine Autos fahren, ne? Dann habe ich den Hubschrauber eben hier draußen lockerflockig auf der Mittelspur geparkt. Und dann kannst du ganz locker die nächste Mission annehmen. Also das ist eigentlich sehr effektiv so. Kann man mitleben, ne? Ja, aber wir können ja mal versuchen, einen wegzubringen. Lass mal den Hubschrauber stehen. Das geht nämlich, glaube ich, wir versuchen es einfach mal. Ich glaube, das geht andersrum nämlich genauso. Bin mir aber nicht sicher. Im schlimmsten Fall verbocken wir jetzt ein 100.000 Euro Auto. Ich glaube, ich hatte ja ein Luxusauto schon hier drin. So, warte, Laptop. Tick, 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 tick. Standardklasse, Standard, Oberklasse, Mittelklasse. Oh, ich habe sogar drei Oberklasse-Autos haben wir mittlerweile. Cool. Sollen wir den direkt verscheuen, den wir gerade geholt haben? Ah, nee, komm, wir. Ich nehme mal den 811, den wir zuerst geholt haben, ne? Ja. Ex. Wobei, warte mal, der gibt Ablieferungsprovision 40.000. Ja genau, die sind 40.000 wert, die anderen sind 25.000 wert. 40.000, so exportieren. Konnte man die nicht noch... hier. Provision, privat. Abbrechen, Moment. Provision, da Provision 100.000, hochwertige Modifikation benötigt, Preis 20.000, Fachhändler, ne? Genau, du kriegst $100.000, du musst 20.000 für die Renovierung bezahlen und dann hast du 80.000 Gewinn. So, wie war das? Peils, verbleibende Zeit, Peilsender. Entfernen. Nummernschild, irgendeins dran klatschen. Lackierung. Ist eigentlich relativ egal, Hauptsache ist irgendwas dran. Und die Reifen nehmen wir.
Das ist, also das ist, dass du das da auch alles anklicken musst, das ist eigentlich totaler Quatsch, ne? Ja. So, sag nichts zu dem Auto, der ist kacke. So, Manni, hier, dann fahre ich hier mal unter den Hubschrauber. Ich weiß, der sieht scheiße aus jetzt. So. Dann gucken wir mal, ob wir das so hinkriegen. Ah, du hörst den Haken die ganze Zeit kratzen, ne? Das ist hinten am Flügel. Da kriegst du echt eine Krise bei, wenn das so mit dem Haken nicht funktioniert, wie es soll, ne? Also das hätten sie auch besser machen können. Das hat auch, finde ich, früher besser funktioniert. Na komm schon. Oh, sag mal, der war doch dran jetzt gerade eben. Jetzt? Jo. Jetzt ist er dran. Jetzt schnuckelt er an der Flasche. Ja. Ja, das Problem ist meistens das Zielgebiet. Dann hast du manchmal da halt eben, dass so eine Gang auf dich wartet oder so, ne? Und was du natürlich hast, wenn jetzt ein feindlicher Spieler drin ist, die holen dich dann mit einer Rakete runter, wenn du Pech hast. Ja. 1,9 Millionen habe ich im Moment, sehe ich gerade. Ja, guck, die einen, die jetzt gerade geschossen haben, das war kein Problem. Die haben ein bisschen rumgeballert und dann sind sie weg. Aber wusstest du das noch gar nicht, dass man das mit dem Hubschrauber so relativ easy machen kann? Nö. Das ist total effektiv. Also ich finde die Methode effektiver als da selber rumfahren. Ja, und beim selber, da hast du die Idioten im Haken. Ja, richtig. Und dann im Verkehr, bis du ankommst, ist die Karre nur noch 70.000, 60.000 wert, ne? Und wenn du Pech hast, zerstören sie ganz. Kann dir hier natürlich beim Absturz auch passieren. Und zu zweit ist es deutlich einfacher, weil einer kann das Auto drunter fahren, der andere, der Hubschrauber nimmt keinen Schaden und sonst musst du immer experimentieren, wie kriege ich Hubschrauber und Auto zusammen, ne? Ja. So, jetzt gucken wir mal. Guck mal, da ist schon das Ziel. Kommt das Problem, wie kommt man da dran? So rum rein und dann schön sachte dran. Guck mal, ohne Schaden abgeliefert, hä? Oh. Ja, einfacher geht's nicht. So, jetzt habe ich 2 Millionen. Ja. Einfach verdiente 80.000 Dollar, würde ich sagen. Warte mal, ich lande mal hier eben. Und so, und jetzt ist das Gute, jetzt ist der Wagen ja weg. Und damit kann man den jetzt neu klauen. Ja, ja. So, Sonderfahrzeuge. Wo ist der Terrorbyte? Mal gucken, wo er den hinstellt. Und wenn du das dann theoretisch, wenn das Lager mal voll wäre irgendwann, kannst du das jetzt immer so im Wechsel machen. Dann fliegst du einmal zum Terrorbyte, klaust ein Auto, also das, was du gerade weggebracht hast quasi, und bringst den nächsten in der nächsten Runde weg und dann ist die nächste Mission wieder verfügbar. Damit kannst du in kurzer Zeit relativ viel Geld machen.
theoretisch. Man darf halt eben nur nicht wie Zuckel ständig seinen Helikopter schrotten, ne? Man sollte schon so ein bisschen fliegen können. Mit Flugzeug habe ich noch Probleme. Aber so Helikopter, Junge. Ja, die machen doch eigentlich Spaß, ne? Ja. Wie gesagt, der Cargo Bob ist eigentlich furchtbar. Furchtbar easy dafür. Ich mache auch gerne die Helikoptermission, um Fahrzeuge wegzubringen, ne? Okay. So. Dann von mir aus kannst du dir den Hubschrauber schnappen, Manni. Wenn du willst. Wo ist denn jetzt das Ziel überhaupt? Ach, der fährt da hinten. Achso, du bist jetzt schon im Auto, ne? Ja, ja. Willst du den Hubschrauber haben? Jo. Ja, das Auto fährt. Ja. Okay, dann müssen wir den abbremsen, ne? Da hinten, ja, jetzt sehe ich es ungefähr. Ich markiere den mal so grob. Meistens fährt er ja immer da im Kreis. Oder? Ja, immer im Kreis. Muss sie nur. Ja, das ist so einer von denen, die man kaum ohne Schaden stoppen kann. Ja. Nicht gerade gesagt, er soll den Terrorbyte einlagern? Aber vielleicht kann ich den ja überzeugen, anzuhalten mit dem Helikopter, wenn ich mich davor setze. Da unten ist er, ne? Ich glaube, jetzt bin ich zu schnell runtergekommen. Warte mal ein bisschen platt hier. Alles gut. Ach, die Kiste hat die auch schon mal. Die ist ziemlich geil. Na komm schon, Haken. Ja, ich glaube, aber das ist... Gerade bin ich irgendwo angeeckt. Ich glaube, das ist jetzt so wieder die Phase, wo man einen neuen Heli gleich braucht. Der fängt an zu qualmen. Ja, das ist, weil du eckst ja hier und da schon mal an. Dann einmal beim Abliefern des Autos. Oh, 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 oh. Scheiße. Jetzt ist er richtig runtergekommen. Okay. Dann jetzt musst du doch fahren, Manni. Geil. Das war jetzt gerade ein Totalausfall. Jetzt hat er aber richtig Schaden. Ja, du ist ja nicht. Du ist doch kein Problem. Es bringt uns ja nicht um. Es geht ja wirklich nur darum, das dämliche Lager voll zu machen, ne? Und selbst wenn der jetzt 10.000 Schaden genommen hat, dann machst du ja immer noch, du machst 80.000 plus, wenn du den wegbringst. Na gut, dann sind es halt im 70.000 Nettogewinn. Was soll's, ja, ne? Qualm die so. Naja. Naja. Normalerweise geht der Heli gar nicht so stark runter, so schnell. Aber der ist jetzt sofort runtergekommen wie ein Brett. Ja. Mit Stein, so Blatsch. Wie so ein Stein, genau.
Stop using Hex. Ja, jetzt sind wieder Spieler drin in der Lobby. Ja, alles klar. Ist abgeliefert. Ja, habe ich gesehen. Ja, ist doch alles in Ordnung.